schlecht bauen. Ach so, von dem redest du. Ja, meins ist, glaube ich, morgens um. Ne, jetzt sind wir gleich fertig oder so. Oder schon fertig, keine Ahnung. Du dir? Ich weiß es nicht. Ich hole mir eins in der Nähe. Es gibt ja den Adelsplaner, wo man Dörfer reservieren kann. Wenn ich denn den Adelsplaner aktivieren würde. So, habe ich aktiviert. Okay, ist kalt. Ja, ist mir jetzt auch scheißegal, ob mir kalt ist oder nicht. Stimmt, ich kann jetzt auch mal gucken, wie das aussieht, also generell, wie das ist. Oh. Haben wir eine Belohnung bekommen? Nein, natürlich noch keine, weil wir... Oh, noch eine Stunde, dann habe ich es durch. Jo. Hast du es dann gebaut? Ja. Nice. Nur noch also wir schwimmen durch den Düsterwald, der unter Wasser ist. Okay. Ja, das ist der Düsterwald-Biom hier. Das checkt man doch, oder? Ja. Ah, hier ist wieder Ozean. Ja, muss das gar nicht. Nö, muss man nicht begreifen. Aber ich glaube, du. Können wir mal kurz wechseln? Weil ich muss mal auf Toilettchen. Und da ist es ein bisschen doof, wenn ich da. Ja, verstehst du, ne? Ja. Bis gleich. Tschüssi. So. Hallo zusammen. Komm, dass Sie mit Air Titanic fahren. Mein Name ist Sir Grafs Stuhl. Der echte Sir Graf verübt gerade einen richtigen Stuhl, wenn ihr wisst, was ich meine. Mir geht's eigentlich total beschissen. Weil entweder furzt er auf mich, oder es riecht ganz streng. Aber ich bin halt Sir Grafs Stuhl. So ist das im Leben eines Stuhls. Man verübt den Job jahrelang und wird dann durch einen neuen Stuhl abgelöst. Bevor ich dann selber im Stuhl vom Stuhl lande. Und dann gibt es eine Stuhlception. Ja. So lebt es sich als Sir Grafs Stuhl. Dann. Und ja, bevor er wiederkommt, kann ich euch nur empfehlen, macht das aus, bitte. Weil wenn ihr das noch weiterschaut, dann werde ich dann wirklich nochmal Sir Grafs Stuhl riechen müssen von der Toilette. Ich denke mal, er kommt auch demnächst wieder und furzt als erstes in meinen Stuhl hinein. Hast du recht gehabt, ne? Ja, ich habe mich so ein bisschen mit deinem Stuhl unterhalten. Ja, der Stuhl war gar nicht da, der war ausgeblendet. Aber ja, danke sehr. Der Stuhl meinte, du machst zu viel Stuhl. Ach so, ja, kommt gut hin. Du, aber das geht jetzt echt gut hoch, ne? Wir müssen eventuell dann in Zukunft so wie zwei Schiffe bauen. Und vielleicht dann noch zur Überfahrt vielleicht noch einen Weg. Ne? Also verstehst ich du. Hätte zuerst gedacht, dass wir da einen Kanal durchbuddeln, wenn das alles Flachland ist. Dann müssen wir nicht mehr so weit raus. Ja. Oder mit Portalen. Man kann ja nachher mit Portalen reisen. Mhm. Aber für die Ärzte ist es dann wieder scheiße. Müssen wir mit Wagen arbeiten und Schiffen und. Ja, haben wir auch immer gemacht. Ist ja kein Thema. Jetzt gibt's ja Pferde zum Reiten, die man mit dem Metzgermesser zähmt. Okay. Bin ich gut. Kann man machen. Oder kommen wir jetzt in die nächste Bucht? Bitte nicht. Bitte ist das keine Bucht. Wie meinst du? Ich habe so das Gefühl, ich checke langsam, dass wir
in einem Biom gelandet sind, wo wenig Wasser ist. Was, wo wenig? Wasser ist. Mhm. Ja, wir waren die Inseln auf Haufen, dem im Singleplayer-Welt waren bei mir die Inseln alle so klein. Und wir haben jetzt halt XXXL, ne? Also, so habe ich so das Gefühl. Ich habe so eine Vermutung. Ich glaube, die Vermutung hast du auch. Ja. Siehst du, was vor uns ist? Wunderschönes Land, oder? Ich überlege mir schnell, das Schiff hier zu parken und einfach durchzurennen. Kann man es hier eventuell abbauen? Boah, das wäre ein Segen. Ist der Düsterwald eventuell besser geeignet zum Abbauen? Ich weiß nicht was. Warte mal. Hey, warum gehen sie nicht? Ah, ich weiß vielleicht, warum wir sie nicht abbauen können. Warum? Logisch, wenn Sachen da drin sind in dem Storage Room, dann kannst du sie gar nicht abbauen. Aber vorhin war ja nichts drin, oder? Nee, wir können es nicht abbauen. Und wenn wir es kaputt machen? Was wir dafür können, ist gegen den Schamanen kämpfen. Und wenn wir es kaputt hauen, dann hat es ja bestimmt die Dinge auch noch, oder? Nee, dann hat's die Ressourcen, nicht mal alle Ressourcen. Ah. Lassen wir es mal kurz hier. Ich nehme den da und markiere ihn wieder mit Schiff. So. Rennen wir einfach mal geradeaus. Ah, gucke mal. Hier wäre dann das nächste Meer. Gibt's irgendwo einen Durchgang? Nee. Oh nein. Andere Frage. Durchbuddeln? Ja. Möglich. Tag 12. Nicht ganz unrealistisch. Die Frage ist nur wo, weil du kannst nur bis zu einer gewissen Ebene runterbuddeln. Wir müssten eigentlich hier durch. Meine Spitzhacke ist halt fast schon am Arsch, ne? Aber. Versuch's bei mir hier, dass das Wasser so durchfließen kann. So ein kleiner Kanal. Wie groß ist denn das hier? Wirklich nicht groß, ne? Oh, da haben wir noch Steine im Weg, okay. Probieren wir's einfach mal. Eine Tanne kriege ich bestimmt nicht durch. Da auch eine Tanne haben wir immer noch. Oder ist ein Tannen billig? Ne, Kiefer sind bestimmt. Die sind, glaube ich, die teuersten. Irgendwo ein Billoholz, das so rumstehen könnte. Alter, das.
Das ist jetzt ekelhaft, was wir da tun müssen. Kauarschzwerg, so weg damit. Ja, und ich sammle wieder 10 Milliarden Steine ein. Mhm. Ich hoffe bloß nicht, weißt du, früher gab's so, du konntest maximum so drei bis viermal runterbuddeln und dann war Ende. Oh. Ich habe nur Kernholz, ne? Alles doof hier. Das ist alles Kiefern. Das sind alles die teuren hier, ne? Okay. Ich komme gut vorwärts. Ich will eigentlich eine Axt bauen, die ja, die ersetzbar ist aktuell unterwegs, ne? Ach so. Auf ein scheiß Dach. Wir haben ein Problem, wenn uns die Spitzhacken ausgehen, müssen wir wieder alles zurück. Daher will ich eine Werkstation bauen, damit man eben, ne? Ja, eine Steinspitzhacke gibt's ja nicht. Was gibt's, ein Holz oder was? Nee, mit Hirschgeweihen. Dafür muss man Eiktier töten. Es gibt eine Feuersteinaxt. Nee, also über Stein. Nee, Steinaxt. Feuerstein. Jetzt ohne Witz, es gibt keinen. Bin ich gerade doof? Tell, ich hab's fast geschafft. Ein hartes. Bei der Hälfte der Axt. Bei der Spitzhacke, meine ich. Man braucht ein hartes Geweih, ne? Das kriegt man ja nur aus dem anderen, okay. Aber der wäre hier in der Nähe. Das war auch doof, ne? Irgendwo durch. Absolut. Okay, ich komm mal durch, ne? Junge, wir kommen da gar nicht mit dem Boot durch, so eine kurze Sache, ne? Meinst du? Wir müssen hier ein paar Steine noch aus dem Wege räumen. Ja, und bei mir ist bald die Axt durch. Ja, bei mir auch schon, ne? Ich glaube, das Vorhaben. Ja. Es klappt. Sonst gehen wir mit dem Billow los weiter. Aber das ist ja nicht so. Ist das Schiff nur so. Ich weiß. Nur so schmal? Es ist ja viel dicker, ne? Mal gucken. Vielleicht packen wir es, Till. Ja, es ist schon. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber es stirbt dann auch irgendwann. Oh. Oh. Oh, du hast nochmal weiter, okay. Was habe ich jetzt gemacht? Warum darf ich bitte sehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. Warte mal kurz, bevor du da wegkommst. Du musst da. Geh auf die andere Seite, du kannst doch rausschwimmen. So, jetzt. Das sollte reichen fürs Boot. Wirklich? Ja. Wir quetschen das da durch.
Hol mal das Boot.